Viele Profiteure von Indonesiens Boom. Glänzende Zahlen trotz globaler Erschütterungen, 6% durchschnittliches Wirtschaftswachstum, der Modellstaat unter den Aufsteigern. Viel geliehenes Geld mit den Billigzinsen der Finanzkrise wurde in Jakartas Türmen verbaut. Sie stehen auf tropischem Sandboden, der aufwendig festgeklopft werden muss. Nur so hält die Statik des modernen Indonesien. Indonesien ist das Land der Schatzinseln. Java, Borneo, Sumatra sind die größten davon. Reich an fruchtbarem Boden und Bodenschätzen. Die kleinen Eilande beherbergen manchmal nur einen Vulkan. Logistik bleibt die größte Herausforderung. Von den über 17.000 Inseln sind 6.000 bewohnt. Das Profitversprechen der natürlichen Ressourcen bewog die Holländer, Indonesien 300 Jahre lang brutal im kolonialen Griff zu halten. Kaffee, Tabak, Gewürze, aber auch Öl, Gas, Kohle. Ein Upstream-Land mit viel Rohmaterialien zum Export und vergleichsweise wenig Industrie. Indonesien ist der weltweit größte Palmölproduzent und war einmal Reis-Selbstversorger. Wir haben die Mineralien, all das und die landwirtschaftlichen Ressourcen. Aber wir besitzen als großes Land mit junger Bevölkerung auch gutes menschliches Kapital. Wir wissen, dass wir mehr höhere Bildung brauchen und dass mehr in die Fähigkeit zu hochwertiger Arbeit investiert werden muss. Nach Einwohnerzahl das viertgrößte Land der Erde, 250 Millionen Menschen, die Hälfte ist unter 29 Jahren alt. Eine neue, aufstiegsverliebte Konsumentenklasse. Binnenkonsum treibt die Wirtschaft. Die Produkte aber sind fast alle importiert. Wir haben ein großes kulturelles Erbe und genug kreative Leute, um eigenes entwickeln zu können. Wir sind digital hoch vernetzt. Indonesien ist global die Nummer 4 bei der Facebook-Nutzung und Weltmeister beim Twittern. Twitter hilft durch Jakartas überlasteten Verkehr. Nachrichten über ausgefallene Züge und Verspätungen werden per Tweet versendet. Und über die sozialen Netzwerke verbreiten sich auch gute Nachrichten, wenn sich irgendwo ausnahmsweise einmal nichts stauen sollte. Der Staat hat den Ausbau der Infrastruktur lange schleifen lassen und neue Projekte hinken dem Bevölkerungswachstum hinterher. Zu viel Geld wurde außerdem unterwegs abgezweigt von denen da oben. Die Eliten entkommen dem Verkehrsinfarkt auf ihre Weise. Straßen, Flughäfen, Elektrizitätsversorgung, da haben wir in den letzten Jahren wirklich viel angeschoben. Aber die Herausforderung ist die Verbindung unserer über 3000 Kilometer verstreuten Inselwelt. Logistik bleibt eines der größten Wettbewerbshindernisse. Und Korruption natürlich, da gibt es aber Fortschritte. Früher war es sogar verboten, darüber zu reden. Ich weiß noch das Jahr, als man zum ersten Mal offen über Korruption sprechen durfte. Das war 1996. Heute kann man Wahlen und Posten gewinnen, wenn man als Saubermann auftritt und den Kampf gegen Korruption für Zuverlässigkeit und Effizienz zu seinem Programm macht. Jakartas Gouverneur Joko Widodo, kurz Jokowi, wird immer belagert. Er ist der Popstar indonesischer Politik. In 5 Jahren wird Jakartas U-Bahn fertig sein, deren Spatenstich ich gerade gemacht habe. Und unsere lange geplante Monorail-Bahn wird in 3 Jahren auch fahren. Wir finanzieren das alles mit Parkgebühren, Straßenmaut und Vergnügungssteuern und indem wir das gesamte Steuersystem auf ein transparentes Online-Verfahren umstellen, damit kein Geld mehr verschwindet. Das wird unsere Einnahmen verdoppeln oder verdreifachen. Gouverneur Jokowi, heißt es, hat Chancen, der nächste Präsident Indonesiens zu werden. Der frühere Möbelproduzent war die Hinterzimmermauscheleien leid, mit denen auch nach Ende der Diktatur Macht und Einfluss immer derselben indonesischen Familien und Militärs abgesichert wurden. Hier mein Twitter-Account. Ich arbeite öffentlich. Die Leute können sich bei mir beschweren. Die wissen das, schicken mir ständig was. Da zum Beispiel. Stau, Stau, regt sich jemand auf. Jokowis Tag beginnt mit Ortstermin. Auch mit Überraschungsbesuchen, bei denen er prüft, wie seine Beamten arbeiten. Jemand zeigt stolz die von Jokowi eingeführte Gesundheitskarte für Arme. Damit gehe ich kostenlos zum Arzt. Jede Woche stellen wir eine Liste der Beschwerden, der Bürger und der Probleme in den Distrikten zusammen. Danach entscheide ich, wo ich zuerst hin muss, wo es am dringlichsten ist. Heute sind es die Affen, die von der Straße sollen.
Es gibt Beschwerden von internationalen Tierschutzverbänden. Die Tanzaffen zur Gaudi der Leute machen sich nicht gut in einer Stadt, die global mitspielen, Investitionen und mehr Touristen anlocken will. Gouverneur Jokowi erklärt den Besitzern, dass das Gesetz verbietet, Affen zu fangen und meist mit Puppenmasken vorzuführen. Er verspricht aber für die konfiszierten Tiere auch Entschädigung. Jokowi wurde Gouverneur von Jakarta, nachdem er schon die indonesische Stadt Solo auf seine Art umgekrempelt hatte. Sein Vorzeigeprojekt hier in der Hauptstadt ist der Kampf gegen die Flut. Jedes Jahr überschwemmen Regen- und Gezeitenhochwasser große Teile Jakartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jokowi zählt gerne, diesmal sind es Bagger. Er erklärt, dass hier der Damm erneuert und ein altes Flutbecken tiefer ausgeschachtet wird. An dieser Stelle hatten viele illegale Siedler ihre Hütten. Diese Leute haben wir umgesiedelt. Jetzt wird das ein Erholungsgebiet, wo Menschen außerhalb der Regenzeiten spazieren können. Das 30 Jahre alte Becken war aber nur noch 2 Meter tief. Vor 6 Monaten haben wir mit dem Ausschachten begonnen. Und da hinten haben wir für die Umgesiedelten neue Wohnungen gebaut. Dreizehn Flüsse und viele Kanäle ziehen sich durch Jakarta. Jahrelang waren sie verstopfte Kloaken. Mit dem Gouverneur, der sich um alles kümmert, ändert sich das gerade. Jakarta ist wirtschaftlich gesehen Herz und Hirn Indonesiens. Hochwasser soll den Organismus nicht mehr lahmlegen können. Jokowi sammelt Vertrauen und Investoren, lässt die Flussadern freilegen und die Ufer neu befestigen. Die Hütten an den Flussufern müssen weichen. Jokowi verändert das Stadtbild. Sein letzter Termin an diesem Morgen. Der Chef der Verkehrspolizei kommt zum Rapport auf eine öffentliche Bank, mitten auf der Straße. So wird auch Mentalität verändert. Wo jeder zuhört, kann man sich schwer zur Korruption verabreden. Heute geht es auch wieder um ein Stauproblem und die Lösung. So muss das sein. Treffen auf der Straße, Entscheidung auf der Straße, Action. Einer verliert, wenn Jakartas Verkehr flüssiger wird. Seine schnellen Happen an der Straße verkaufen sich bei Stau am besten. Hendy Setiono ist Indonesiens Kebab-König. Ein junger Unternehmer, der am liebsten alles gleichzeitig tut. Es war mein Traum, einen eigenen Pool zu besitzen, in den die Kinder nach der Schule reinspringen können. Als wir dieses Haus bauten, sollte es also unbedingt einen kleinen Pool und Garten haben. Begonnen hat alles sehr moderat, in der Stadt Surabaya. Ich habe mein Geschäft mit 19 angefangen. Mit 20 war ich verheiratet und mit 23 hatte ich 3 Kinder. So wachsen die beiden Königreiche von Geschäft und Familie zusammen. Hendy und seine Frau haben 2 Freunde zum Frühstück eingeladen, junge Unternehmer aus Surabaya und von Sumatra. Beide aus einfacheren Verhältnissen, aber mit guter Schulbildung. Untypische Karrieren für das alte Indonesien. Während der Suharto-Diktatur war es nicht möglich, dass kleine Leute eine große Firma aufbauen konnten. Ohne Verbindungen und Beteiligung von wichtigen Leuten aus der Regierung ging nicht viel. Heute schon. Das sieht man an mir. Keine Business-Erfahrung in der Familie. Meine Mutter ist Lehrerin. Aber du kannst trotzdem dein eigenes Geschäft starten, es zu einem kleinen Imperium ausbauen. Es gibt mehr und mehr solcher Leute, die nicht mehr nur einen Job an den Fleischtöpfen der Regierung suchen oder angestellt arbeiten wollen. So wie meine Freunde. Firman Sayer ist auch in der Lebensmittelbranche. Jeffrey ist ein großer Reiseveranstalter. Wir haben unser Denken verändert. Nicht mehr Jobs suchen, sondern welche schaffen. Und sich in diese Korruption gar nicht mehr reinziehen lassen, indem man einfach sein eigenes Ding macht. Du suchst dir am besten ein Feld, wo du mit der Regierung nichts zu tun hast. Früher wolltest du mit guter Schulbildung sofort einen Regierungsjob. Das war die allererste Wahl, um Geld abzugreifen. Vor 10 Jahren lief Geschäft noch anders. Heute ist es ohne Korruption tatsächlich möglich, also ohne Geld unter dem Tisch. Es kommt darauf an, wie wir uns selbst sehen. Wir raten anderen, hey, wenn ihr euer Land entwickeln wollt, dann macht es richtig. Denn was ist noch der Unterschied zwischen uns und dieser korrupten Klasse, wenn auch wir uns um die Steuer drücken oder die Steuererklärung manipulieren? Oder mit Stolz sagen, guck mal, ich habe dieses Dokument mit Bestechung in 2 Tagen bekommen. Sowas kann einen nicht stolz machen. Deswegen verkaufe ich Kebabs und Grillhähnchen. Ich lebe nicht von Regierungsaufträgen. Da bleibst du sauber und glücklich.
Handy, Ernst & Young Unternehmer des Jahres und seine Stickerwand, wo er schon überall war in der Welt. Seine Designabteilung entwirft immer neue bunte Verpackungen für die Kebabs. Die Kunden lieben das. Da hängt was aus dem indonesischen Buch der Rekorde. Ein paar Auszeichnungen von Ministerien, auch eine vom Präsidenten. Handys Frau Nilamsari schult im Firmengebäude ehrenamtlich Start-up-Unternehmer. Indonesier aus dem ganzen Land, die eine Idee haben und sich selbstständig machen wollen. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte, der Mut fehlt oft noch. Aber das Kebab-Ehepaar ist ein ideales Vorbild. Wir expandieren. Malaysia, Philippinen. Jetzt haben wir gerade eine Filiale in den Niederlanden eröffnet. 60 Restaurants gehören ebenfalls zum Unternehmen, aber das Kerngeschäft bleiben die kleinen Kebabbuden am Straßenrand. 1200 Stück, mit denen am Tag 2 Tonnen Rindfleisch am Spieß verkauft werden. Azubis werden hier auch ausgebildet. Hip-Hop am Deutschen Pavillon, Deutscher Tag in Jakarta. Thema Berufsausbildung. Der indonesischen Jugend fehlen Stellen und Chancen. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sponsert diese Lektion. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Ich erzähle, was ich alles beherrsche. Und ich lege keine zu großen Fotos bei. Nadja und Oktya haben es auch ohne Bewerbungsnachhilfe geschafft. Die beiden waren Musterschülerinnen. So konnten sie einen der begehrten Plätze an der Stoff- und Modeschule in Bogor ergattern. Das Ausbildungsinternat wurde auch mithilfe deutscher Entwicklungsgelder gegründet. Heute finanziert es sich zumeist aus Sozialfonds, in die alle großen indonesischen Unternehmen einzahlen müssen. Es ist so schwer, in Indonesien Arbeit zu finden. Aber wenn ich in einem Jahr mit dieser Ausbildung fertig bin, habe ich beste Aussichten auf eine gute Stelle. Hiernach arbeite ich erstmal 3 bis 5 Jahre in einer Fabrik. Aber dann, das ist mein größter Wunsch, möchte ich ein eigenes Geschäft aufbauen. Eine Boutique mit meinem Design. Und damit werde ich finanzieren, dass meine Schwester zur Universität gehen kann. Denn die soll ein besseres Leben führen können, als ich es bisher hatte. 2 Jahre lang lernen die Studenten vom Zuschneiden, Nähen bis Vermarkten alle Schritte des Textilgeschäftes. Klare Stundenpläne, eine festgelegte Prüfungsordnung. Der Direktor ist Österreicher. Die Ausbildung an seiner Non-Profit-Schule ist ohne Konkurrenz. Im staatlichen Bereich ist die Qualität nicht wirklich ausreichend für die Industrie. Das heißt, da ist ein großer Abstand zwischen dem, was die Industrie verlangt an Berufsbildung und dem, was der Staat liefert. Das Element der praktischen Ausbildung fehlt völlig. Schlechte Fachausbildung und mangelnde Produktivität erschweren in vielen Sparten in Indonesien die tatsächliche Entwicklung. Gefühlt ist der Fortschritt schon weiter. Die Gehälter steigen. Dadurch muss auch die Qualifikation und die Produktivität mitsteigen können. Ansonsten ist es ziemlich ein leerer Ballon, der steigt, weil irgendwann mal die Anforderungen nicht mehr erfüllt werden können, die an diese Grundgehälter eigentlich gestellt werden müssen. Indonesiens Arbeitern sind staatliche Mindestlöhne garantiert. 65 Euro im Monat müssen einer ungelernten Näherin in Zentraljava mindestens bezahlt werden. Das Textilunternehmen Pan Brothers in Solo ist einer der beiden größten Bekleidungshersteller im Land. 15.000 Menschen arbeiten in diesem Werk. Pan Brothers baut außerdem gerade 7 neue Fabriken. Arbeitsschutz und Sicherheit sind Teil der Firmenphilosophie. Indonesien kann sich als sauberes Billigland mit guten Standards positionieren. Gegenüber Wettbewerbern wie Bangladesch zum Beispiel. Unsere Unternehmensspitze hat einen 20-Jahres-Plan. Wir werden uns künftig mehr auf den lokalen Markt ausrichten. Der wird gerade erst interessant. Mit dem riesigen Arbeitskräftepotenzial und der Förderung der Textilindustrie durch die Regierung sind wir gut auf die Zukunft vorbereitet. Pan Brothers produziert derzeit vor allem hochwertige Kleidung für den Export. Trotz modernster Technik bleibt das Textilgeschäft Handarbeit. Menschen werden gebraucht. Indonesien, so hat Pan Brothers berechnet, bietet einen unbegrenzten Nachschub an Arbeitskräften. Damit schlägt es sogar billigere Standorte wie Vietnam. Pan Brothers Neubauten und die entstehende Mittelschicht in der Mittagspause.
Auf dem Dienst-Moped durchquert ein Vertreter des Mikrofinanzinstitutes ein Mittelschicht-Neubauviertel in der Stadt Bogor. Jede Woche werden die Kunden aufgesucht, Zahlungen für die Mikrokredite entgegengenommen. Das Modell ist auch in Indonesien eingeschlagen. Kleine Summen werden von gemeinwohlorientierten Banken an Nachbarschafts- oder Frauengruppen verliehen. Diese finanzieren damit dann eine Geschäftsidee. Neu ist hier, dass der Kredit mit einer Mikroversicherung gekoppelt ist. Melanie holt die Ratenzahlungen von den Familien ab, deren Kontobücher sie verwaltet. 12 Frauen haben sich zusammen rund 800 Euro geliehen. Dafür zahlt jede von ihnen auch 12.000 Rupien, 73 Euro Cent Ausfallversicherung im Jahr, falls ein Schuldner stirbt. Der Gruppenkredit kann dann weiterlaufen. Das ist die einzige Versicherung, die ich habe. Im Falle meines Todes wurde mein Anteil bezahlt und meine Familie erhält auch noch eine Entschädigung. Wir lösen den Kredit ab und zahlen dieselbe Summe noch einmal bar an die Hinterbliebenen aus, damit sie über die Runden kommen. Melanie hat keine Rücklagen, keine anderen Versicherungen. Was macht sie, wenn sonstige unvorhergesehene Ausgaben kommen? Da müssen wir uns was von Freunden leihen. Sie zeigt den Kühlschrank, den sie mit Hilfe des versicherten Kredites gekauft hat. Darin werden Früchte und Spießchen für den Tür-zu-Tür-Verkauf verwahrt. Indonesiens vielversprechendster Markt ist die wachsende Mittelschicht. 40 bis 60 Millionen Menschen, deren Status noch nicht gesichert ist. Eine schwere Wirtschaftskrise, so zeigen Studien, würde die Hälfte davon wieder in Armut stürzen. Mikroversicherungen bringen wenig Profit, sie dienen der Kundenbindung. Für die Versicherten und ihre Familien können sie im Schadensfall aber den existenziellen Unterschied machen. Wenn das passiert, lösen wir erstmal den Kredit ab. Das heißt, die Familie ist frei von Schulden. Ja? Und das Zweite ist, wir helfen euch auch, gewisse Kosten zu decken für heute und die nächsten 12, 24 Monate. Die Familie kann sich damit erstmal über Wasser halten und kann versuchen, das kleine Geschäftchen fortzuführen. Und das hilft denen eben an der Schwelle nicht zurückzufallen, sondern weiter ansteigen zu können. Den Aufstieg vom Entwicklungs- zum Schwellenland hat Indonesien geschafft. Die schwierigste Aufgabe, das Erreichte zu sichern. Neue Konsummentalität, riesiger zusätzlicher Energiebedarf, der Druck hat sich erhöht. Indonesien als große traditionelle Reistafel und als modernes Land, beides muss vereint werden. Ein Konvoi fährt über Land auf der dicht bevölkerten Insel Java. Dorthin, wo die natürlichen Schätze zukunftsgerecht genutzt werden. An den heißen Quellen rund um den Kamochang-Vulkan ist eine Delegation der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau zu Besuch. Besichtigt auch das älteste geothermische Bohrloch Indonesiens. Nirgendwo sonst auf der Welt können die Kräfte der Erde so gut genutzt werden. Indonesien liegt auf dem sogenannten Feuerring mit einer Vielzahl von Vulkanen und Geysiren. Eine unerschöpfliche Quelle für erneuerbare Energie. Und es gibt riesigen Bedarf. Bisher sind noch nicht einmal 70% der besiedelten Flächen Indonesiens elektrifiziert. Und da sehen wir als Entwicklungsbank eben Ansatzpunkte, die indonesische Regierung dabei zu unterstützen, dieses immense Potenzial zu heben und darüber hinaus eben auch noch private Investoren anzulocken, die dann irgendwann die Erkundung und Erschließung der Ressource übernehmen. 300 Millionen Euro Förderung steckt die KfW in den Ausbau der indonesischen Geothermie, eine der unversiegbaren Ressourcen der Schatzinsel. Ähnlich wie der Schwefel, der sich im Krater des Ijen-Vulkans immer neu bildet und gestochen werden kann. Andere Naturprodukte sind limitiert. Das Gros der Tropenwälder zwischen Sumatra und Kalimantan ist geschlagen, das gute Holz verkauft, dafür haben die Planquadrate der Plantagen übernommen. Eine Palmölmühle im Torfmoorsumpf auf Sumatra. Lange herrschte das Prinzip Raubbau. Wald wurde abgeholzt und weggebrannt, um Platz für die Palmnussernte zu schaffen. Inzwischen verdient es sich mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit besser. Weil kaum noch Primärwald zur Ausweitung der Anbauflächen da ist und weil die Kunden heute einen bewussteren Umgang mit Ressourcen verlangen. Alle 9 Tage wächst ein neues Bündel Nüsse nach. Palmöl wird für Lebensmittel gebraucht, für Kosmetika, für so viele Artikel, dass die Arbeiter es hier das orangene Gold nennen. Es bringt Aufschwung in die hinteren Winkel des Busches. Ich habe das schon auf Kalimantan, auf Borneo miterlebt. Durch die Plantage entstand Infrastruktur. Kleine Unternehmer schafften sich Lastwagen an, die Kaufkraft stieg. Niemand lief mehr meilenweit zur Schule. Es gibt Mopeds und Autos. Der wirtschaftliche Rahmen verbessert sich schlagartig, wie auch der Bildungsstand.
Als ich Kalimantan 2008 verließ, gab es in dem Gebiet plötzlich Universitätsabgänger. Die Plantagen sind eine eigene kleine Welt. Hier zum Beispiel leben 6000 Leute auf und von der Anpflanzung. Morgens steigen Schulkinder in die Boote, die sie zum Unterricht bringen. Der Plantageneigner, der Konzern Saim Darby, hat die Schule für sie gebaut und bezahlt die Lehrer. Saim Darby hat sich verpflichtet, in Indonesien nur noch nachhaltig zu produzieren, vorhandene Plantagen zu nutzen, keine neuen mehr einzuschlagen. 30 Jahre trägt eine Palme ausreichend Nüsse für die Intensivplantagenwirtschaft. Danach werden die Bäume durch jüngere ersetzt. Der Austausch findet im Akkord statt, damit bei der Rodung so wenig CO2 wie möglich aus den damit gefüllten Torfböden entweicht. Die neuen Setzlinge sind Hochleistungspflanzen. Der nachhaltige Kreislauf bleibt anfällig für Schädlinge und Preiseinbrüche. Indonesien steht und fällt bisher mit der Landwirtschaft. Wir brauchen aber einen Plan B, eine Konzentration auf neue Technologien, auf Jobs in der IT-Wirtschaft. Dafür ist mehr Investition in Bildung entscheidend. Erst wenn die neue Mittelschicht in solchen Industrien beschäftigt ist, wird das Land stabiler. Denn zu unserem Gesellschaftswandel gehört ja auch, die Jungen sind gar nicht mehr an Arbeit in der Landwirtschaft interessiert. Nur noch die Alten. Darauf muss der Staat reagieren. In Jakarta hat Gouverneur Jokowi einen Baustopp für neue Einkaufszentren verfügt. Vieles geht zu schnell, um nachhaltig zu sein. Die Natur und internationale Billigkredite haben Indonesien reicher gemacht. Aber mit der ersten Ankündigung der USA, die Politik des billigen Geldes aufzugeben, stürzte die indonesische Rupie in den Keller. 2009, als viele Länder ins Negativwachstum abrutschten, da hatten wir immer noch 4,9% Wirtschaftswachstum. Unser großer heimischer Markt kann Schocks von außen abfedern. Wir brauchen aber mehr inländische Investitionen. Marie Pangestu, die auch für den Chefposten der Welthandelsorganisation nominiert war, will die Probleme Indonesiens nicht kleinreden, betont aber die Chancen. Eine Studie hat uns gerade gezeigt, dass Tourismus von allen Serviceindustrien nach der Transportwirtschaft den zweitgrößten Effekt für den Arbeitsmarkt hat. Wir müssen den Tourismus ausbauen, nicht nur für Ausländer, auch für Indonesier. Weltkulturerbe, der Tempel von Borobudur auf Java. Die buddhistische Kultstätte aus dem 8. Jahrhundert gehört ebenso zu den vorzeigbaren Reichtümern Indonesiens wie die bekannte Urlaubsinsel Bali. Der Schmelztiegel Indonesien hat sich immer durch große Toleranz ausgezeichnet, die sogar Teil der Staatsdoktrin ist. Immer öfter allerdings verschaffen sich im größten muslimischen Land der Welt Fundamentalisten Gehör. Auch als im September 2013 Miss World in Indonesien gewählt werden sollte, gingen sie hasserfüllt auf die Straße. Miss World musste auf den Bikini-Wettbewerb verzichten. Geht zur Hölle. Kulturkämpfer gegen den harmlosen globalen Schönheitswettbewerb. Die angezündeten Puppen sollen die indonesischen Veranstalter darstellen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Endausscheidung der Miss World-Wahl von Jakarta nach Bali verlegt. Der extreme Islam hat an politischem Einfluss gewonnen. Und damit bleibt Indonesien auch wirtschaftlich eine unberechenbare Schönheit im globalen Wettbewerb der Märkte. Internationale Zusammenarbeit sponsert diese Lektion. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Ich erzähle, was ich alles beherrsche. Und ich lege keine zu großen Fotos bei. Nadja und Oktja haben es auch ohne Bewerbungsnachhilfe geschafft. Die beiden waren Musterschülerinnen. So konnten sie einen der begehrten Plätze an der Stoff- und Modeschule in Bogor ergattern. Das Ausbildungsinternat wurde auch mithilfe deutscher Entwicklungsgelder gegründet. Heute finanziert es sich zumeist aus Sozialfonds, in die alle großen indonesischen Unternehmen einzahlen müssen. Es ist so schwer, in Indonesien Arbeit zu finden.
Aber wenn ich in einem Jahr mit dieser Ausbildung fertig bin, habe ich beste Aussichten auf eine gute Stelle. Hiernach arbeite ich erstmal 3 bis 5 Jahre in einer Fabrik. Aber dann, das ist mein größter Wunsch, möchte ich ein eigenes Geschäft aufbauen. Eine Boutique mit meinem Design. Und damit werde ich finanzieren, dass meine Schwester zur Universität gehen kann. Denn die soll ein besseres Leben führen können, als ich es bisher hatte. 2 Jahre lang lernen die Studenten vom Zuschneiden, Nähen bis Vermarkten alle Schritte des Textilgeschäftes. Klare Stundenpläne, eine festgelegte Prüfungsordnung. Der Direktor ist Österreicher. Die Ausbildung an seiner Non-Profit-Schule ist ohne Konkurrenz. Im staatlichen Bereich ist die Qualität nicht wirklich ausreichend für die Industrie. Das heißt, da ist ein großer Abstand zwischen dem, was die Industrie verlangt an Berufsbildung und dem, was der Staat liefert. Das Element der praktischen Ausbildung fehlt völlig. Schlechte Fachausbildung und mangelnde Produktivität erschweren in vielen Sparten in Indonesien die tatsächliche Entwicklung. Gefühlt ist der Fortschritt schon weiter. Die Gehälter steigen. Dadurch muss auch die Qualifikation und die Produktivität mitsteigen können. Ansonsten ist es ziemlich ein leerer Ballon, der steigt, weil irgendwann mal die Anforderungen nicht mehr erfüllt werden können, die an diese Grundgehälter eigentlich gestellt werden müssen. Indonesiens Arbeitern sind staatliche Mindestlöhne garantiert. 65 Euro im Monat müssen einer ungelernten Näherin in Zentraljava mindestens bezahlt werden. Das Textilunternehmen Pan Brothers in Solo ist einer der beiden größten Bekleidungshersteller im Land. 15.000 Menschen arbeiten in diesem Werk. Pan Brothers baut außerdem gerade 7 neue Fabriken. Arbeitsschutz und Sicherheit sind Teil der Firmenphilosophie. Indonesien kann sich als sauberes Billigland mit guten Standards positionieren, gegenüber Wettbewerbern wie Bangladesch zum Beispiel. Unsere Unternehmensspitze hat einen 20-Jahres-Plan. Wir werden uns künftig mehr auf den lokalen Markt ausrichten. Mir wird gerade erst interessant. Mit dem riesigen Arbeitskräftepotenzial und der Förderung der Textilindustrie durch die Regierung sind wir gut auf die Zukunft vorbereitet. Option tatsächlich möglich, also ohne Geld unter dem Tisch. Es kommt darauf an, wie wir uns selbst sehen. Wir raten anderen, hey, wenn ihr euer Land entwickeln wollt, dann macht es richtig. Denn was ist noch der Unterschied zwischen uns und dieser korrupten Klasse, wenn auch wir uns um die Steuer drücken oder die Steuererklärung manipulieren? Oder mit Stolz sagen, guck mal, ich habe dieses Dokument mit Bestechung in 2 Tagen bekommen. Sowas kann einen nicht stolz machen. Deswegen verkaufe ich Kebabs und Grillhähnchen. Ich lebe nicht von Regierungsaufträgen. Da bleibst du sauber und glücklich. Handy, Ernst & Young Unternehmer des Jahres. Und seine Stickerwand, wo er schon überall war in der Welt. Seine Designabteilung entwirft immer neue bunte Verpackungen für die Kebabs. Die Kunden lieben das. Da hängt was aus dem indonesischen Buch der Rekorde. Ein paar Auszeichnungen von Ministerien, auch eine vom Präsidenten. Handys Frau Nilamsari schult im Firmengebäude ehrenamtlich Start-up-Unternehmer. Indonesier aus dem ganzen Land, die eine Idee haben und sich selbstständig machen wollen. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte, der Mut fehlt oft noch. Aber das Kebab-Ehepaar ist ein ideales Vorbild. Wir expandieren. Malaysia, Philippinen. Jetzt haben wir gerade eine Filiale in den Niederlanden eröffnet. 60 Restaurants gehören ebenfalls zum Unternehmen, aber das Kerngeschäft bleiben die kleinen Kebabbuden am Straßenrand. 1200 Stück, mit denen am Tag 2 Tonnen Rindfleisch am Spieß verkauft werden. Azubis werden hier auch ausgebildet. Hip-Hop am Deutschen Pavillon, Deutscher Tag in Jakarta. Thema Berufsausbildung. Der indonesischen Jugend fehlen Stellen und Chancen. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sponsert diese Lektion. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Ich erzähle, was ich alles beherrsche. Und ich lege keine zu großen Fotos bei. Nadja und Oktja haben es auch ohne Bewerbungsnachhilfe geschafft. Die beiden waren Musterschülerinnen. So konnten sie einen der begehrten Plätze an der Stoff- und Modeschule in Bogor ergattern. Das Ausbildungsinternat wurde auch mit Hilfe deutscher Entwicklungsgelder gegründet. Heute finanziert es sich zumeist aus Sozialfonds, in die alle großen indonesischen Unternehmen einzahlen müssen.
Es ist so schwer, in Indonesien Arbeit zu finden. Aber wenn ich in einem Jahr mit dieser Ausbildung fertig bin, habe ich beste Aussichten auf eine gute Stelle. Hiernach arbeite ich erstmal 3 bis 5 Jahre in einer Fabrik. Aber dann, das ist mein größter Wunsch, möchte ich ein eigenes Geschäft aufbauen. Eine Boutique mit meinem Design. Und damit werde ich finanzieren, dass meine Schwester... Andere Naturprodukte sind limitiert. Das Gros der Tropenwälder zwischen Sumatra und Kalimantan ist geschlagen, das gute Holz verkauft, dafür haben die Planquadrate der Plantagen übernommen. Eine Palmölmühle im Torfmoorsumpf auf Sumatra. Lange herrschte das Prinzip Raubbau. Wald wurde abgeholzt und weggebrannt, um Platz für die Palmnussernte zu schaffen. Inzwischen verdient es sich mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit besser. Weil kaum noch Primärwald zur Ausweitung der Anbauflächen da ist, und weil die Kunden heute einen bewussteren Umgang mit Ressourcen verlangen. Alle 9 Tage wächst ein neues Bündel Nüsse nach. Palmöl wird für Lebensmittel gebraucht, für Kosmetika, für so viele Artikel, dass die Arbeiter es hier das orangene Gold nennen. Es bringt Aufschwung in die hinteren Winkel des Busches. Ich habe das schon auf Kalimantan, auf Borneo miterlebt. Durch die Plantage entstand Infrastruktur. Kleine Unternehmer schafften sich Lastwagen an, die Kaufkraft stieg. Niemand lief mehr meilenweit zur Schule. Es gibt Mopeds und Autos. Der wirtschaftliche Rahmen verbessert sich schlagartig, wie auch der Bildungsstand. Als ich Kalimantan 2008 verließ, gab es in dem Gebiet plötzlich Universitätsabgänger. Die Plantagen sind eine eigene kleine Welt. Hier zum Beispiel leben 6000 Leute auf und von der Anpflanzung. Morgens steigen Schulkinder in die Boote, die sie zum Unterricht bringen. Der Plantageneigner, der Konzern Saim Darby, hat die Schule für sie gebaut und bezahlt die Lehrer. Saim Darby hat sich verpflichtet, in Indonesien nur noch nachhaltig zu produzieren, vorhandene Plantagen zu nutzen, keine neuen mehr einzuschlagen. 30 Jahre trägt eine Palme ausreichend Nüsse für die Intensivplantagenwirtschaft. Danach werden die Bäume durch jüngere ersetzt. Der Austausch findet im Akkord statt, damit bei der Rodung so wenig CO2 wie möglich aus den damit gefüllten Torfböden entweicht. Die neuen Setzlinge sind Hochleistungspflanzen. Der nachhaltige Kreislauf bleibt anfällig für Schädlinge und Preiseinbrüche. The bottom line here is agriculture. Indonesien steht und fällt bisher mit der Landwirtschaft. Wir brauchen aber einen Plan B, eine Konzentration auf neue Technologien, auf Jobs in der IT-Wirtschaft. Dafür ist mehr Investition in Bildung entscheidend. Erst wenn die neue Mittelschicht in solchen Industrien beschäftigt ist, wird das Land stabiler. Denn zu unserem Gesellschaftswandel gehört ja auch, die Jungen sind gar nicht mehr an Arbeit in der Landwirtschaft interessiert. Nur noch die Alten. Darauf muss der Staat reagieren. In Jakarta hat Gouverneur Jokowi einen Baustopp für neue Einkaufszentren verfügt. Vieles geht zu schnell, um nachhaltig zu sein. Die Natur und internationale Billigkredite haben Indonesien reicher gemacht. Aber mit der ersten Ankündigung der USA, die Politik des billigen Geldes auf... Wir helfen euch auch, gewisse Kosten zu decken für heute und die nächsten 12, 24 Monate. Die Familie kann sich damit erstmal über Wasser halten und kann versuchen, das kleine Geschäftchen fortzuführen. Und das hilft denen eben an der Schwelle nicht zurückzufallen, sondern weiter ansteigen zu können. Den Aufstieg vom Entwicklungs- zum Schwellenland hat Indonesien geschafft. Die schwierigste Aufgabe, das Erreichte zu sichern. Neue Konsummentalität, riesiger zusätzlicher Energiebedarf, der Druck hat sich erhöht. Indonesien als große traditionelle Reistafel und als modernes Land, beides muss vereint werden. Ein Konvoi fährt über Land auf der dicht bevölkerten Insel Java, dorthin, wo die natürlichen Schätze zukunftsgerecht genutzt werden. An den heißen Quellen rund um den Kamochang-Vulkan ist eine Delegation der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau zu Besuch. Besichtigt auch das älteste geothermische Bohrloch Indonesiens. Nirgendwo sonst auf der Welt können die Kräfte der Erde so gut genutzt werden. Indonesien liegt auf dem sogenannten Feuerring mit einer Vielzahl von Vulkanen und Geysiren. Eine unerschöpfliche Quelle für erneuerbare Energie. Und es gibt riesigen Bedarf. Bisher sind noch nicht einmal 70% der besiedelten Flächen Indonesiens elektrifiziert. Und da sehen wir als Entwicklungsbank eben Ansatzpunkte, die indonesische Regierung dabei zu unterstützen, dieses immense Potenzial zu heben und darüber hinaus eben auch noch private Investoren anzulocken, die dann irgendwann die Erkundung und Erschließung der Ressource übernehmen.
300 Millionen Euro Förderung steckt die KfW in den Ausbau der indonesischen Geothermie, eine der unversiegbaren Ressourcen der Schatzinsel. Ähnlich wie der Schwefel, der sich im Krater des Ijen-Vulkans immer neu bildet und gestochen werden kann. Andere Naturprodukte sind limitiert. Das Gros der Tropenwälder zwischen Sumatra und Kalimantan ist geschlagen, das gute Holz verkauft, dafür haben die Planquadrate der Plantagen übernommen. Eine Palmölmühle im Torfmoorsumpf auf Sumatra. Lange herrschte das Prinzip Raubbau. Wald wurde abgeholzt und weggebrannt, um Platz für die Palmnussernte zu schaffen. Inzwischen verdient es sich mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit besser. Weil kaum noch Primärwald zur Ausweitung der Anbauflächen da ist und weil die Kunden heute einen bewussteren Umgang mit Ressourcen verlangen. Alle 9 Tage wächst ein neues Bündel Nüsse nach. Palmöl wird für Lebensmittel gebraucht, für Kosmetika, für so viele Artikel, dass die Arbeiter es hier das orangene Gold nennen. Es bringt Aufschwung in die hinteren Winkel des Busches. Ich habe das schon auf Kalimantan, auf Borneo miterlebt. Durch die Plantage entstand Infrastruktur. Kleine Unternehmer schafften sich Lastwagen an, die Kaufkraft stieg. Niemand lief mehr meilenweit zur Schule. Es gibt Mopeds und Autos. Der wirtschaftliche Rahmen verbessert sich schlagartig, wie auch der Bildungsstand. Als ich Kalimantan 2008 verließ, gab es in dem Gebiet plötzlich Universitätsabschlüsse. Es gibt riesigen Bedarf. Bisher sind noch nicht einmal 70% der besiedelten Flächen Indonesiens elektrifiziert. Und da sehen wir als Entwicklungsbank eben Ansatzpunkte, die indonesische Regierung dabei zu unterstützen, dieses immense Potenzial zu heben und darüber hinaus eben auch noch private Investoren anzulocken, die dann irgendwann die Erkundung und Erschließung der Ressource übernehmen. 300 Millionen Euro Förderung steckt die KfW in den Ausbau der indonesischen Geothermie, eine der unversiegbaren Ressourcen der Schatzinsel. Ähnlich wie der Schwefel, der sich im Krater des Ijen-Vulkans immer neu bildet und gestochen werden kann. Andere Naturprodukte sind limitiert. Das Gros der Tropenwälder zwischen Sumatra und Kalimantan ist geschlagen, das gute Holz verkauft, dafür haben die Planquadrate der Plantagen übernommen. Eine Palmölmühle im Torfmoorsumpf auf Sumatra. Lange herrschte das Prinzip Raubbau. Wald wurde abgeholzt und weggebrannt, um Platz für die Palmnussernte zu schaffen. Inzwischen verdient es sich mit dem Schlagwort Nachhaltigkeit besser. Weil kaum noch Primärwald zur Ausweitung der Anbauflächen da ist und weil die Kunden heute einen bewussteren Umgang mit Ressourcen verlangen. Alle 9 Tage wächst ein neues Bündel Nüsse nach. Palmöl wird für Lebensmittel gebraucht, für Kosmetika, für so viele Artikel, dass die Arbeiter es hier das orangene Gold nennen. Es bringt Aufschwung in die hinteren Winkel des Busches. Ich habe das schon auf Kalimantan, auf Borneo miterlebt. Durch die Plantage entstand Infrastruktur. Kleine Unternehmer schafften sich Lastwagen an, die Kaufkraft stieg. Niemand lief mehr meilenweit zur Schule. Es gibt Mopeds und Autos. Der wirtschaftliche Rahmen verbessert sich schlagartig, wie auch der Bildungsstand. Als ich Kalimantan 2008 verließ, gab es in dem Gebiet plötzlich Universitätsabgänger. Die Plantagen sind eine eigene kleine Welt. Hier zum Beispiel leben 6000 Leute auf und von der Anpflanzung. Morgens steigen Schulkinder in die Boote, die sie zum Unterricht bringen. Der Plantageneigner, der Konzern Sime Darby, hat die Schule für sie gebaut und bezahlt die Lehrer. Sime Darby hat sich verpflichtet, in Indonesien nur noch nachhaltig zu produzieren, vorhandene Plantagen zu nutzen, keine neuen mehr einzuschlagen. 30 Jahre trägt eine Palme ausreichend Nüsse für die Intensivplantagenwirtschaft. Danach werden die Bäume durch jüngere ersetzt. Der Austausch findet im Akkord statt, damit bei der Rodung so wenig CO2 wie möglich aus den damit gefüllten Torfböden entweicht. Die neuen Setzlinge sind Hochleistungspflanzen. Der nachhaltige Kreislauf bleibt anfällig für Schädlinge und Preiseinbrüche. Indonesien steht und fällt bisher mit der Landwirtschaft. Wir brauchen aber einen Plan B, eine Konzentration auf neue Technologien, auf Jobs in der IT-Welt. Über 17.000 Inseln sind 6.000 bewohnt. Das Profitversprechen der natürlichen Ressourcen bewog die Holländer, Indonesien 300 Jahre lang brutal im kolonialen Griff zu halten. Kaffee, Tabak, Gewürze, aber auch Öl, Gas, Kohle. Ein Upstream-Land mit viel Rohmaterialien zum Export und vergleichsweise wenig Industrie. Indonesien ist der weltweit größte Palmölproduzent und war einmal Reis-Selbstversorger.
Wir haben die Mineralien, all das und die landwirtschaftlichen Ressourcen. Aber wir besitzen als großes Land mit junger Bevölkerung auch gutes menschliches Kapital. Wir wissen, dass wir mehr höhere Bildung brauchen und dass mehr in die Fähigkeit zu hochwertiger Arbeit investiert werden muss. Nach Einwohnerzahl das viertgrößte Land der Erde, 250 Millionen Menschen, die Hälfte ist unter 29 Jahren alt. Eine neue, aufstiegsverliebte Konsumentenklasse. Binnenkonsum treibt die Wirtschaft, die Produkte aber sind fast alle importiert. Wir haben ein großes kulturelles Erbe und genug kreative Leute, um Eigenes entwickeln zu können. Wir sind digital hoch vernetzt. Indonesien ist global die Nummer 4 bei der Facebook-Nutzung und Weltmeister beim Twittern. Twitter hilft durch Jakartas überlasteten Verkehr. Nachrichten über ausgefallene Züge und Verspätungen werden per Tweet versendet. Und über die sozialen Netzwerke verbreiten sich auch gute Nachrichten, wenn sich irgendwo ausnahmsweise einmal nichts stauen sollte. Der Staat hat den Ausbau der Infrastruktur lange schleifen lassen und neue Projekte hinken dem Bevölkerungswachstum hinterher. Zu viel Geld wurde außerdem unterwegs abgezweigt von denen da oben. Die Eliten entkommen dem Verkehrsinfarkt auf ihre Weise. Straßen, Flughäfen, Elektrizitätsversorgung, da haben wir in den letzten Jahren wirklich viel angeschoben. Aber die Herausforderung ist die Verbindung unserer über 3000 Kilometer verstreuten Inselwelt. Logistik bleibt eines der größten Wettbewerbshindernisse. Und Korruption natürlich, da gibt es aber Fortschritte. Früher war es sogar verboten, darüber zu reden. Ich weiß noch das Jahr, als man zum ersten Mal offen über Korruption sprechen durfte. Das war 1996. Heute kann man Wahlen und Posten gewinnen, wenn man als Saubermann auftritt und den Kampf gegen Korruption für Zuverlässigkeit und Effizienz zu seinem Programm macht. Jakartas Gouverneur Joko Widodo, kurz Jokowi, wird immer belagert. Er ist der Popstar indonesischer Politik. In 5 Jahren wird Jakartas U-Bahn fertig sein, deren Spatenstich ich gerade gemacht habe. Und unsere lange geplante Monorail-Bahn wird in 3 Jahren auch fahren. Wir finanzieren das alles mit Parkgebühren, Straßenmaut und Vergnügungssteuern und indem wir das gesamte Steuersystem auf ein transparentes Online-Verfahren umstellen, damit kein Geld mehr verschwindet. Das wird unsere Einnahmen verdoppeln oder verdreifachen.